Temperatursensoren wie Thermoelemente oder Widerstandsthermometer liefern als Ausgangssignal eine elektrische Spannung. Diese elektrische Spannung beträgt zum Beispiel bei einem Thermoelement Typ K 16,4 Millivolt bei 400 Grad Differenz, während ein PT100 bei 400 Grad ca. 247 Millivolt ausgibt. Der Signalpegel ist also deutlich unter 1 Volt, damit ist er sehr störungsempfindlich. Temperaturen werden aber häufig in Umgebungen gemessen, in denen elektrische oder elektromagnetische Effekte auftreten können. Diese Effekte können das empfindliche Sensorsignal stören und zu Fehlern im Messergebnis führen. Je größer die Kabellänge, desto höher ist das Risiko für Störungen. Und genau hier kommt der Messumformer ins Spiel. Er wandelt das schwache Sensorsignal in ein normiertes Ausgangssignal um und verstärkt es, um einen höheren Signalpegel zu erreichen. Dadurch können die Messwerte auch über längere Distanzen problemlos übertragen werden. In der Praxis greift man meist auf normierte Ausgangssignale 4 bis 20 mA oder 0 bis 10 Volt zurück. Das normierte Ausgangssignal hat darüber hinaus den Vorteil, dass es von der Messtechnik einfach verarbeitet werden kann. Denn Messtechnik hat üblicherweise einen 0 bis 10 Volt oder 4 bis 20 mA Eingang. Die können dann auch für andere Sensorik benutzt werden. Messumformer wandeln also das Sensorsignal in ein standardisiertes Ausgangssignal um, das von der Messtechnik leicht verarbeitet werden kann. Darüber hinaus verstärken sie es und machen es so unempfindlicher gegen Störungen. Der Messumformer kann ein separates Gerät sein oder auch in einen Temperaturfühler integriert. Man spricht dann von einem aktiven Sensor oder von einem Temperatursensor 0 bis 10 Volt oder auch ein Temperatursensor 4 bis 20 mA. Wichtig zu wissen, der Messumformer oder Transmitter muss passend zum Sensortyp ausgewählt werden, damit er das passende Eingangssignal in das normierte Ausgangssignal umwandeln kann. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen hoch und teile es fleißig. Klick auf unser Logo, um unseren Kanal zu abonnieren und auf die Videoeinblendung für mehr Videos von den Temperaturprofis. Außerdem wirf einen Blick auf unseren Blog. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung.